Dann rufen wir auf Tagesordnungspunkt 12, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und andere Rechtsvorschriften. Hier ist vereinbart worden, dass die Landesregierung einbringt und wir dann weiterleiten. Herr Minister des Innern und für Sport, Herr Beuth, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen die Fortgeltung zweier Gesetze aus dem kommunalen Bereich vor, die des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Das ist im Grunde die Grundlage für interkommunale Zusammenarbeit und das Datenverarbeitungsverbundgesetz. Beide Gesetze sind bis zum Ende des Jahres 2019 befristet. Ich wäre dankbar, wenn wir das im Ausschuss und dann hier im Plenum in den nächsten Wochen beraten können. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Und ich hoffe, dass niemand widerspricht, dass er dem INA zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen wird. Das ist so.